Und noch eine kleine Ingenieursstory aus meinem Berufsalltag. Es geht um Luftfeuchtemessung. Oh Mann, da haben wir gesucht. Und zwar Rotorblattfertigung. Und Sie dürfen Kunstharze nicht über einem gewissen Luftfeuchtigkeitsgehalt verarbeiten, sonst hält der Kunststoff nicht richtig. Und es war seit Wochen bekannt, dass einfach die Luftfeuchtigkeit viel zu hoch ist. Also ein Epoxidharze sind das. Neuerdings gibt es Polyurethanharze, die sind also vom Materialverhalten meines Erachtens deutlich besser. Also neuerdings auch gut, auch 10 Jahre schon, aber die sind noch empfindlicher. Also Polyurethanharze können Sie beispielsweise nicht in Indien verwenden, weil einfach das Klima zu feucht ist. So Kleinigkeiten, die man wissen muss. Deswegen erkläre ich die kleinen Storys. Was später kommt, ist was anderes. Aber so als kleines, ja. Und auf jeden Fall, die haben also in der Fertigung stehen da so Schreiber drin. Die kennen Sie sicher auch von früher aus Museen. Da sind so Trommeln und da ist so ein Papier und dann schreibt er die Feuchtigkeit. Und angesteuert wird das dann irgendwie mit einem Kunststoffstreifen oder mit einem Haar. Das muss man dann, und da ist da so ein Papier. Das ist nicht mal linear, Vorsicht. Und dann wurde das geschrieben und die Luftfeuchtigkeit war immer viel zu hoch, seit Wochen und Monaten. Und es wurde einfach ignoriert, das Problem. Es gab diverse Meetings mit dem Qualitätssicherungsmann der hat sich dann gleich ein bisschen angegriffen gefühlt und gesagt, kann das stimmen? Ja, ich habe die doch kalibriert, da habe ich hier feuchtes Handtuch drum gemacht und alles und das haben 100% ist 100%, da habe ich alle 100% kalibriert, die können nicht falsch laufen. Gut. Also die hat kalibriert irgendwie, ja. Und trotzdem immer zu feucht. Und dann sind wir der Sache nachgegangen. Ich habe dann auch noch so blaues Vielfachmessgerät, das mir gerade irgendwie verschwunden ist. Ich weiß nicht, wo es ist. Da ist auch Luftfeuchtigkeitsmesser. Das hat viel weniger angezeigt. Jetzt muss man sagen, wenn ich die Dinger kalibriere, das ist ein geeichtes Skalen und so weiter. Das kann eigentlich nicht falsch anzeigen. Weil so Vielfachmessgerät mit der Abweichung ist gesichert deutlich höhere Abweichung. Aber das zeigt, aber die Differenz war erheblich und so falsch kann so ein Ding gar nicht messen. Da muss man auch aufpassen. Also ich hatte zwar ein geeichtes Teil, aber ein anderes Messgerät zeigte, was nicht geeicht ist, sondern so Pi mal Daumen. Wichtig bei einem Messgerät ist nämlich die Messgenauigkeit, aber so falsch, einer war bei 90, der andere bei 68% oder sowas in der Richtung. Das kann nicht sein. Irgendwas ist da grundlegend falsch. Ja, und dann haben wir weitergesucht und dann sind wir durch die Halle durch und das Ding hat war Hochsommer, war ziemlich heiß und da hatten wir 90 oder 95% relative Luftfeuchtigkeit. Anzeige auf dem Ding da. Ich denke, kann ja nicht wahr sein, das gibt's doch gar nicht. Und dann haben wir uns überlegt, ja, also das blaue Messgerät zeigt viel weniger an und eigentlich bei 30 Grad in der Halle und bei 95% Luftfeuchtigkeit. Eigentlich müsste man da im Schweiß baden. Haben wir aber nicht. Tja, da musste irgendwas am Messgerät falsch sein. Tja, das war's. Was war falsch? Und zwar, wir haben Wochen gesucht. Und zwar war es so, diese Messgeräte kann man bedienen, also dieser feuchtigkeitsaufnehmende Sensor, gibt es zwei, ja. Einmal tatsächlich ein menschliches Haar oder ein Tierhaar oder was auch immer. Und noch ein Kunststoffstreifen. Und der hatte sich nie geändert. Tja. Aber beide haben ein unterschiedliches Color. Und Menschenhaar war drin. Und der Einkauf hatte das falsche Papier gekauft. Die haben also für den Kunststoffstreifen das Ding gekauft und Menschenhaar war drin und deswegen hat es in halt hochgradig nicht lineare Skalen und deshalb hat das Papier, dieses Aufzeichnungs- und Messgerät für die Feuchtigkeit permanent zu viel Feuchtigkeit angezeigt. Das hat überhaupt nicht gestimmt. Hat man das andere Papier daneben gehalten und dann hat alles wieder gepasst und die Qualitätssicherung war wieder okay. In diesem Sinne, vielleicht können Sie auch mal berichten, was bei Ihnen schon falsch gelaufen ist. Das ist immer spannend, solche Fehler zu suchen. Da lernt man auch ziemlich viel draus, finde ich. Und man lernt daraus, flexibel zu denken. Das ist noch viel wichtiger. Bis denne.